Liebe Patientin, lieber Patient, ich möchte Ihnen jetzt erklären, wie eine Lidrandhygiene funktioniert und wieso wir das machen. Am Lidrand befinden sich zahlreiche Talgdrüsen. Die Talgdrüsen produzieren Talg, also die Fettschicht von unserem Tränenfilm. Der Tränenfilm besteht aus drei Anteilen, eben Fett, Mucin, das heißt Schleim, und Wasser. Und wenn einer dieser Schichten fehlt, dann hat man ein trockenes Auge oder häufiger ein trockenes Auge. Häufig sind diese Drüsen verstopft. Wir können durch eine intensive Lidrandhygiene diese wieder eröffnen, um die Fettschicht an der Augenoberfläche zu bekommen. Zunächst mal verwenden Sie warme Kompressen, damit die Kruste, die sich häufig am Lidrand befindet, aufweichen kann. Anschließend können Sie entweder mit einem Wattestäbchen oder mit einem Finger eine sogenannte Lidrandmassage durchführen. Damit pressen wir das alte Sekret raus und der Drüsenausführungsgang ist dann offen. Im Anschluss können Sie noch mit lauwarmem Wasser, mit Babyshampoo, noch die Lidrandoberfläche oder den Lidrand selber reinigen. Dadurch verbessert sich die allgemeine Trockenheitssituation. Bitte führen Sie diese Anwendung zumindest einmal am Tag durch, falls möglich sogar zweimal am Tag, das heißt in der Früh und am Abend, und wenn es nicht anders geht, dann zumindest am Abend. Sie werden merken, um wie viel sich Ihr die Situation des trockenen Auges verbessert.